Herzlich willkommen zu unserem Frühstückstalk. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Lukas, hallo. Schön, dass du es in diesen frühen Morgenstunden zu uns geschafft hast. Du hast auch etwas ganz Besonderes mitgebracht, und zwar ein Kendama. Für mich ganz neu, habe ich noch nie gehört. Ich kenne das auch noch gar nicht so. Aber ich habe mich ja etwas informiert. Und ist es richtig, wenn ich sage, es ist ähnlich wie ein Jojo? Ja, von den Möglichkeiten her wahrscheinlich schon. Okay. Es ist grundsätzlich, es ist ein traditionelles japanisches Geschicklichkeitsspiel, das es schon sehr, sehr lang gibt, also über 400 Jahre. Okay. Das haben schon die Geishas benutzt in Japan. Und ja, es geht grundsätzlich darum, dass man die Kugel in einem von den verschiedenen Bechern fängt. Okay. Das ist ein Spiel, das die Koordination, die Konzentration trainiert und Spaß macht. Also ich muss sagen, es sieht wirklich sehr leicht aus. Ich habe es in der Pause gerade eben mal, mal ausprobiert. Aber es ist wirklich schwer. Also du sagst, man muss es aus dem Handgelenk eher machen. Ich bin ja erstmal froh, wenn ich es überhaupt hinkriege, wenn ich das mal auch mal den Zuschauern zeigen darf. Ich bin ja nicht geübt. Ach so, darf ich das nehmen? Extra für dich. Oh, okay. Danke, dann nehme ich natürlich das extra für mich. Also. Ja. Also was wichtig ist, für den Anfang ist, wie man es hält zum Beispiel. Das heißt, die Finger müssen immer ganz nah vorne bei den Bechern sein. Ganz nah vorne. Dass es schön stabil ist. Was noch wichtig ist, ist, wie man hochzieht. Das heißt, man schwingt es nicht irgendwie unkontrolliert, sondern man schwingt die Kugel, man zieht sie ganz gerade hoch. Und beim Fangen macht man eine leichte Kniebeuge. Also man verfolgt die Bewegung der Kugel mit den Knien. Dann landet sie sanfter. Und also die Kugel hat auch noch ein Loch. Also man kann wirklich viele verschiedene Dinge damit machen. Sehr viele. Ich bin ja froh, wenn ich diesmal in den Becher. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Es gibt insgesamt über 1000 Tricks, also es ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Ja. Es fängt eben an mit den Bechern, dann kann man aufspießen, aber es gibt auch Balance-Tricks. Also man kann okay. So fangen, man kann aber auch mit der Kugel. Ah ja, hinten gibt es dann auch nochmal. Man kann auch mit der Kugel spielen, das heißt, es gibt verschiedene Griffe. Wie viele Tricks gibt es denn da? Über 1000. Über 1000. Es gibt auch alljährliche Weltmeisterschaften in Japan, wo die Leute zusammenkommen und gegen spielen. Okay, man kann auch mit der Schnur spielen. Cool. Man kann zum Beispiel jonglieren. Und das Ziel ist natürlich immer das Aufspießen am Ende einer Kombination. Okay, du hast sogar noch ein ganz großes Kendama Kendama mitgebracht. Das sieht aus wie ein Totschläger. Aber kann man auch spielen. Also es gibt es in verschiedenen Größen. Super. Und jetzt muss man auch dazu sagen, wenn ich dir das wieder geben darf, vielleicht probier es nebenbei noch ein bisschen aus. Du hast auch einen Guide mit erstellt, ist das richtig? Oder kannst du da mehr drüber erzählen? Ja, genau. Also ich habe in den letzten zwei vergangenen Jahren gemeinsam mit dem Wiener Axe Verlag einen Kendama-Guide geschrieben. Mhm. Also einfach ein physischer Gegenpol zu den YouTube-Tutorials, in dem wir über 40 Anfängertricks erklären und auch Spiele, die man damit machen kann und den kulturellen und geschichtlichen Hintergrund auch. Also den finanzieren wir gerade über Start Next, unser Crowdfunding. Okay, ich habe auch ein Foto gesehen, da sind auch ganz viele Kids am Start und da zeigst du so ein bisschen, wie das funktioniert. Wie sind denn die Kids so drauf? Können die das besser oder sind die da irgendwie, oder ist das, kann man das so gar nicht sagen? Es ist ganz unterschiedlich. Manche tun sich sehr leicht, manche brauchen einfach ein bisschen. Im Grunde ist es einfach Übung, so wie das andere auch. Und das ist mit den Kindern macht es natürlich sehr viel Spaß. Also ich mache regelmäßig Workshops in Volksschulen oder Mittelschulen oder auch Jugendzentren. Einfach weil ich es fördern möchte, dass das Kendama im pädagogischen Bereich genutzt wird. Und ja, es macht immer Spaß. Also man muss ja sagen, es ist ja auch wieder was mit der Haptik, was zum Anfassen, nicht nur Computerspiele und man macht wieder was. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern, was war denn das letzte? Ich glaube, das war so ein Drehteil. Fidget Spinner. Genau, das war das letzte, woran ich mich jetzt erinnern kann. Und das kommt jetzt so richtig neu raus oder wie bist du denn jetzt da drauf gekommen? Ich bin vor 6 Jahren drauf gestoßen. Zufällig mal im Internet, lustigerweise. Ich bin einfach auf YouTube. Zufällig ein Video gesehen, wo jemand seinen Tag gefilmt hat und die ganze Zeit Kendama gespielt hat. Und das hat mich einfach so begeistert, weil ich mir nie gedacht hätte, was man mit dem Ding alles machen kann. Wenn man das nur so sieht, dann weiß man ja nicht, was damit alles ist. Nee, das stimmt wirklich, ja. Und dann habe ich mir eins gekauft, meinen ganzen Freundeskreis angesteckt und eigentlich im selben Jahr habe ich mich dem Kendama verschrieben. Also seitdem arbeite ich dran, dass es Verbreitung findet. Und natürlich, man muss wahrscheinlich ständig an Tricks arbeiten, oder? Das heißt,
Gibt es dann irgendwie Vorlagen, also auch wahrscheinlich eher Videos, oder? Weil du bist jetzt wahrscheinlich der Einzige jetzt so im Umkreis, der das verbreitet, oder? Oder gibt es jetzt so auch Konkurrenten? Wie sieht es da aus? Ja, mittlerweile schon. Ja. Ja? Es gibt schon ein paar andere in Österreich, die es auch machen. Ich war sehr lange der Einzige. Mhm. Aber es gibt natürlich eine Community, die noch nicht riesengroß ist, aber man kennt sich. Ich schätze, es sind so um die 50 Leute, die wirklich regelmäßig spielen, mhm, und auch zu den Events kommen, zu den Meisterschaften zum Beispiel. Und man lernt natürlich voneinander, aber auch aus dem Internet von irgendwelchen Videos und schaut sich's ab. So habe ich es am Anfang genauso gemacht. Jetzt noch mal kurz zum Kendama an sich. Woher bekommt man denn überhaupt eins und aus was ist das überhaupt gemacht? Machst du die eigentlich auch selber oder kann man das überhaupt selber machen? Oder wie ja, sitzt das? Also die werden gedrechselt. Mhm. Man bekommt sie im Internet oder auch in, mhm, verschiedenen Shops in Wien. Sie sind grundsätzlich aus Holz, das ist das bevorzugte Material. Es gibt auch welche aus Aluminium und ja, ich mache sie auch selbst. Also, ah echt? Ja, okay. Drechsel selber, mhm, also in einer Scheune von einem Freund mache ich sie auch hin und wieder mal selbst. Ja cool, das große auch? Nein, das hat ein Drechsel in Oberösterreich für mich gemacht. Also okay. Ich habe eine, das ist zum Beispiel ein Kendama, das heißt Green Dama. Mhm. Das wird in Oberösterreich gefertigt mit österreichischem Holz und ist handgemacht. Mhm. Kann da jetzt irgendwie, also du sagst, man muss irgendwie nur aus dem Handgelenk und dann ist alles fertig. Also bei mir klappt es nicht so gut. Aber kann da auch irgendwie was passieren? Hat sich jemand schon mal mit dieser Kugel den Kopf angehauen oder macht gar nichts? Es ist nie wirklich was passiert. Ist doch nie was passiert. Weil ich kann mir das schon vorstellen, ne, wenn man ja, jetzt die Kugel... Ich habe es schon hin und wieder mal aufs Schienbein bekommen. Oder so, aber das ist einfach das Risiko, dem man sich aussetzt. Nein, es ist nicht gefährlich. Nicht gefährlich. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass die Schnur reißt. Ansonsten ja, wird es auch nicht... Ich habe gemerkt, ich habe die ganze Zeit die kleine Seite benutzt. Jetzt probiere ich mal die große. Oha, so, jetzt habe ich mir auf. Okay, auf Brusthöhe. Ich probiere es noch einmal. Ja. Ja. So, ich habe es geschafft. Ich glaube, damit darf ich dich verabschieden. Du hast mich jetzt auch angesteckt. Und Sie, liebe Zuschauer, das ist wirklich eine coole Idee, mal was ganz Neues. Und Luca steht Ihnen auf jeden Fall zur Verfügung. Ja, probieren Sie es selbst einfach aus. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in den Sport. Und das Ganze aber nach einer kurzen Werbung. Bis gleich.